Ja, hallo Leute, ich wollte mal über das Thema Hochemotionalisierung sprechen. Das haben wir ja auch ganz, ganz stark bei dem Thema Narzissmus. Das wissen wir ja, wir werden ja von den Narzissten gerade am Anfang sehr, sehr stark emotionalisiert, damit wir einfach auch leichter zu steuern sind, leichter zu manipulieren sind. Und dem Narzissten auch viel, viel mehr durchgehen lassen, beziehungsweise wir durch diesen Rausch und durch diese Emotionen sehr stark auch betäubt sind. Wir hören gar nicht mehr auf unsere innere Stimme. Wir ignorieren auch sehr, sehr viele Anzeichen an uns selber, also vielleicht auch körperliche Symptome. Und ja, können erstmal auch sehr, sehr viel gar nicht zuordnen, weil wir dann im Hippen Sim im Hippen Entschuldigung, voll den Aufhänger gerade gehabt, weil wir im siebten Himmel schweben. Und das macht es halt für alle, die uns manipulieren wollen. Das müssen ja jetzt gar keine Narzissten sein. Ja, das liefert ihnen einfach die Bühne und so können sie einfach auch dann ja ihren Machtmissbrauch ausüben. Und auch leichter auf ihre Kosten kommen. Und deswegen, ja, finde ich einfach, dass es ein wichtiges Thema ist. Und dass wir Frauen ja dadurch, dass wir einfach auch ein ausgeprägteres Emotionalleben haben. Und das könnte man jetzt so gesehen in der heutigen Zeit als Schwäche deuten. Was es so eigentlich gar nicht ist, aber es wird einfach viel missbraucht. Sehr, sehr viel missbraucht und wenn man vielleicht jetzt auch als Frau, ja, durch Filme, Musik, ja, durch klischeehafte Vorstellungen da halt so, ja, gehirngewaschen ist, sage ich mal, oder einfach auch eine bestimmte Wahrnehmung hat, vielleicht auch eine verdrehte Wahrnehmung, die so mit Beziehung, Partnerschaft, Liebe eigentlich gar nichts zu tun hat, dann ist man natürlich auf, ja, dann springt man auf, natürlich auf Emotionalisierung viel, viel höher, viel, viel schneller auch an. Und ja, das kann einfach auch gefährlich sein dann auch, ne? Weil man dann einfach auch noch weniger in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen, vernünftig zu bleiben, bei sich zu bleiben, klar zu bleiben. Und reagiert dann einfach eher so fremdgesteuert. Und nicht umsonst bereut man sowas dann auch ganz, ganz stark im Nachhinein, ne? Und denkt sich, meine Güte, das hätte ich doch so niemals gemacht. Wieso habe ich das nicht das und das gemacht? Ich meine, hätte Fahrradkette, dann ist es letztendlich dann halt auch schon passiert und dann ist es auch okay, dann muss man damit eigentlich auch klarkommen und sich das dann auch verzeihen können. Aber ja, wie gesagt, ich würde das nicht unterschätzen. Und beobachtet euch doch mal dabei, wenn ihr da so hoch emotionalisierte Filme anschaut oder Musik, was das so mit euch macht, ne? In was für einen Zustand ihr da kommt, wie ihr da sofort so in den Bauch rutscht, ne? Also auch, man ist da auch gar nicht mehr so wirklich herzzentriert, ne? Sondern eher so in diesen niedrigen Schwingungen. Und ja, total hin und weg. Und einfach, ja, gar nicht mehr so wirklich bei Bewusstsein, ne? Also für mich ist das immer so, geht das mit so einer Unbewusstheit einher. Ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre und Radio höre und höre mir dann so an, was da halt so läuft. Und im Mainstream-Radio, da hört man das natürlich sehr, sehr viel, diese hochemotionale
Musik und ja, dann kommt bei mir sofort dieses emotionale Denken und ich schwelge dann immer so in Erinnerungen oder stelle mir da Bestimmtes vor und bin da, tauche da einfach so krass in irgendwelche Illusionen ein, die einfach auch sehr, sehr narzisstisch ist, ne? Weil durch die Musik und auch durch die Filme wird ja einfach sehr, sehr viel dieser Narzissmus propagiert und auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, also ziemlich gestört letztendlich. Und das verinnerlicht man einfach, ne? Das hört man sich oder zieht man sich immer wieder rein wie so ein Mantra und ja, Musik, ne? Durch Musik. Musik bleibt ja irgendwie eher hängen. Und man hat es dann quasi wie so als Ohrwurm im Kopf und ja, ist auch wie so eine Art Programmierung einfach. Und ja, da wäre ich einfach vorsichtig. Auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich mir so reinziehe, ne? Also sei es Musik oder Filme oder Essen oder Medien, ne? Es ist genauso alles Nahrung, ne? Deswegen, wir müssen uns einfach anfangen, auf allen Ebenen, qualitativ zu nähren, ja. Naja, das sind auf jeden Fall so Punkte, wo ich sagen würde, das trägt zu dieser Emotionalisierung bei. Und wenn ihr das zum Beispiel sein lasst, das mit der Musik und mit den Filmen, und wenn ihr mal so darauf kommt, dass das an vielen Stellen gemacht wird, diese Emotionalisierung, also auch durch Politik oder auf YouTube sieht man das auch ganz, ganz viel, wenn man dann irgendwelche Videos anschaut oder auch Reportagen oder so, ne, wenn dann mit Musik gearbeitet wird und so, ne, man kann damit einfach auch sehr, sehr viel darstellen oder bestimmtes in eine, ja, Richtung lenken. Ja, also einfach auch viel manipulieren. Man kann einfach sehr, sehr viel damit manipulieren. Und deswegen, ja, lasst es mal eine Weile weg. Und ihr werdet auch merken, dass ihr auch mehr zur Ruhe kommt dadurch, ne? Also ihr könnt dann einfach besser auf eure Intuition wieder hören, auf eure innere Stimme. Und seid auch viel, viel mehr im Herzen, wie so in diesem Niedrigen, ne? So auch so in diesem Kummer und, oh, und alles ist so traurig und alles ist so scheiße. Und, ne? Das kann aber auch, ja, kann aber auch, es kann auch ziemliches Ego füttern, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so, dann ist, dass man denkt, boah, ich bin der Beste, je nachdem, was für Musik man da so hört. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Eye of the Tiger reinzieht, so dü, 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 dü. Und dann merkt man so richtig, wie man da so mega motiviert wird und man denkt sich, wow, ich erobere jetzt die Welt. Ist meiner Meinung nach genauso eine Illusion. Und man wird dann halt irgendwann auch, ja, wie soll ich sagen, ja, weiß ich nicht, also es pusht einen so und man denkt dann wirklich, okay, ich bin's jetzt. Aber ja, es ist halt genauso eine Illusion. Es ist halt genauso eine Illusion. Und man kann doch diesen Illusionen folgen, nur zu. Aber wenn sie dann platzen, dann platzen sie halt. Warum? Weil man sich halt nur was vorgemacht hat. Und wenn man enttäuscht wird, naja, dann ist es ja eigentlich, ja, kann man das ja auch eigentlich auch als positiv annehmen, weil dann weiß man, okay, ich wurde getäuscht. Ich selber habe mich entweder getäuscht oder ich wurde durch eine bestimmte Illusion getäuscht, die ich dann selber noch genährt habe. Ja, das kann natürlich auch sein. Naja, okay. So unterm Strich wollte ich euch einfach sagen, unterschätzt dieses Thema Hochemotionalisierung nicht. Wir werden viel hochemotionalisiert, also entweder auch in Partnerschaften durch zum Beispiel eine narzisstische, toxische Partnerschaft und das wird dann auch gegen uns verwendet, weil wir dann halt eben nicht bei uns sind, wir sind nicht mehr rational, wir sind nicht mehr klar, wir sind nicht im Herzen, sondern wir sind so in diesem, ja, gedanklich-emotionalen Konstrukt und totalem Rausch und ja, wie gesagt, gar nicht bei uns. Und genau.
Und dann auch viel durch Politik, durch Filme, durch Musik halt. Und YouTube auch sehr, sehr viel. Also, ja, achtet da mal drauf. Achtet da mal drauf, ob euer Gegenüber euch irgendwie damit manipulieren will, euch hochemotionalisieren möchte. Ich glaube, so Versicherungsvertreter machen sowas auch oft. Also die arbeiten zum Beispiel sehr, sehr viel mit der Angst. Also ja, Angst, ne? Angst ist auf jeden Fall auch eine Emotion. Und ne? Und wenn die Leute in der Angst sind, dann sind die auch viel, viel eher dazu bereit, Bestimmtes zu machen. Und sofort zu machen, anstatt zu sagen, okay, nee, ich überleg da mal. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Guckt, dass ihr ruhig bleibt. Ja, okay. So viel mal von mir. Und ich sag mal bis bald.